Hi Leute, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing Video hier auf meinem Channel. Ja, ein brandaktuelles D-Book ist heute ins Haus geflattert. Brightburn, Son of Darkness, für mich persönlich ein sehr, sehr cooler Film, unter anderem von James Gunn mitproduziert, der etwas andere Superheldenfilm der bösen Art. Wie gesagt, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen und heute ist das D-Book ins Haus gekommen und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß! Das D-Book habe ich natürlich schon von der Folie befreit und wir schauen uns zuerst mal die J-Card an. Diese ist in Hochglanz gehalten und wir sehen hier vorne, dass es sich um ein Blu-ray-D-Book handelt. Brightburn, Son of Darkness, das Ganze ist ab 16 Jahren freigegeben. Wir schauen uns die Rückseite an. Diese sieht so aus. Ja, wir haben hier eine Inhaltsangabe, wir haben ein Szenenbild vom Film, welches Bonusmaterial hier enthalten ist und unten nochmal Angaben zu Bildformat und weiteren Spezifikationen. Ja, wir schauen uns das D-Book selbst an und dieses gefällt mir richtig gut. Dieses schlichte Design, ich finde es richtig cool mit dem Hauptprotagonisten vorne auf dem D-Book, im Hintergrund noch das bekannte Brightburn Logo. Was hier noch schön gewesen wäre, wenn wir eine Prägung gehabt hätten oder ein D-Book in Hochglanz oder hier unten noch den Brightburn-Schriftzug geprägt. Das hätte dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, was das Ganze perfekt gemacht hätte. Aber so bin ich auch schon mit dem Artwork und dem Design sehr, sehr zufrieden. Wir schauen uns das Spine an. Dieses sieht so aus. Brightburn passt farblich perfekt zum D-Book. Die Rückseite sieht so aus. Und dieses Artwork gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und ich habe mir noch gedacht, hoffentlich sieht das D-Book so aus auf der Front und war dann erstmals etwas enttäuscht, aber war dann doch zufrieden und jetzt bin ich auf jeden Fall happy, dass dieses Artwork doch noch aufs D-Book raufgekommen ist. Im Ausland gibt es noch ein paar Full-Slip Editions, die sind noch richtig viel, viel geiler, ja. Aber diese deutsche VÖ hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wir öffnen das Ganze mal und schauen mal, wie das dann ausgeklappt aussieht. Ein sehr, sehr schönes, stimmiges Steelbook. Was hier noch erwähnenswert ist, die Augen hier links auf dem Artwork haben noch einen gewissen Metallic-Look. Sehr, sehr schön. Ansonsten ist das Ganze in matt gehalten. Wir schauen mal ins Innenleben rein. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wir haben hier den Kritzelblock, den Notizblock von dem Hauptprotagonisten. Und das Artwork der Disc passt hier perfekt zum Innenartwork. Das Inlay bzw. das Case, das Plastik hier ist etwas milchig. Mir gefällt das immer, wenn es komplett transparent ist. Das lässt das Innenartwork noch kräftiger wirken. Aber hier schimmert es doch ganz gut durch und gefällt mir richtig gut. Wir schauen uns die Disc nochmal an und das Innenartwork komplett. Und ich finde es eine sehr, sehr gute deutsche VÖ, die wir hier spendiert bekommen haben von Brightburn. Ja, ich wechsle nochmal die Position, sag noch ein paar Worte, bis gleich. Ja, das war das Blu-ray Steelbook zu Brightburn, Son of Darkness. Wie schon am Anfang erwähnt, hat der Film mir persönlich im Kino sehr, sehr gut gefallen. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Film kennt. Wenn ja, wie fandet ihr den Film und wie findet ihr dieses Steelbook? Schreibt mir das alles unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao. We'll be right back.